Einen wunderschönen guten Dings, die Bums, die liebe Freunde der Blasmusik. Einen wunderschönen guten Dings, die Bums, die liebe Freunde der Blasmusik. Habe ich das gerade gesagt? Ich bin bereits im Auto, in der Morgendämmerung, was man nicht alles für seine große Liebe tut. Es ist unglaublich. Nachdem wir heute den blauen Markt aufsuchen werden, denn es gilt einen Haufen Sachen zu kaufen für die Kindergarteneröffnung. Und ich tendiere jetzt gerade dazu, gleich bei der Bank stehen zu bleiben und noch eine Menge Geld zu holen, denn ich habe das Bedürfnis, viel Geld auszugeben. Ich glaube, das werde ich jetzt direkt machen, denn um diese Uhrzeit, um 6.19 Uhr, laut alter Rathausuhr, kann man das durchaus noch machen, weil die Parkplätze nicht ganz so ausbelastet sind. Na, genau so machen wir das jetzt. Und deshalb seht ihr jetzt schon das Intro. Das ist ein kreativer Vlog heute, oder? Mein Vater hat recht. Also, mein Vater hat gerade eine gesundheitliche Herausforderung, wenn man das so sagen darf. Und ist daher etwas geselliger. Gestern habe ich noch erfolgreich diesen Zaun weggeschraubt, von dem ich gesprochen habe. Und am Montag kommt die Firma Lendl und wir dort herumbaggern. Da freue ich mich schon massiv. So, zurück zum Thema. Ich habe da den Zaun weggebaggert. Mein Vater hat sich dazu gesellt. Der ist ganz schön schnell. Also, wenn ich mit dem Alter noch so schnell bin, dann jubiliere ich aber. Hallo! Und hat mich informiert, dass wenn man Geld braucht, man einfach zur Bank geht, sagt, gibt's mal ein paar von den grünen Scheinen und dann hat man Geld. Und er hat völlig recht, ich habe das gerade ausprobiert. Man geht zur Bank, holt ein paar grüne Scheine und hat Geld. Das ist total super. Kann ich nur sehr empfehlen. Kann ich euch nur sehr nahelegen. Das ist das Beste, das Schönste und von und zu überhaupt. Ja, ich habe also gestern den Zaun abmontiert. Neben meinem Junior, der hat auch Zaun. Nein, der hat die Maulwurfhügel geblättert. Ha! Das ist eine never ending story. Weil wir haben genug Maulwurfhügeln. Und da gibt es genug zum Glätten. Und das hat ihm recht Spaß gemacht. Mit dem Rechen hat er da rumgejagt. Ich habe geschraubt, habe den Zaun weg und dann habe ich noch eingesammelt diesen Draht vom Rasenmäher-Roboter. Ja? Den habe ich eingesammelt, indem ich einfach... Ich habe mir da so Kabelrollen gekauft, Kabeltrommeln eigentlich. Die nimmt man in der Mitte und da ist ein Kunststoffteil und außen und herum ist ein anderer Kunststoffteil mit einer Kurbel. Und dann kann man urschnell aufrollen. Also das ist viel effizienter als die Kabeltrommel, auf der das Stromkabel ist, weil die kann man nicht gescheit nehmen, nicht, mit diesem Bügel. Ja, funktioniert ganz super, kann ich nur sehr empfehlen. Die Affiliate-Links habe ich unten. Scherz. 20 Abonnenten brauchen wir das nicht machen. Ja. Und da haben wir halt getratscht und der ist lange Zeit, war das sehr interessant und dann hat es mich angefangen zum Reizen. Was war denn das? Irgendwas hat mich genervt bei dem Ganzen. Irgendwas hat nicht gescheit funktioniert. Und immer wenn was nicht gescheit funktioniert, dann wird das anstrengend. Naja, ich weiß nicht mehr, was mich gereizt hat. Ich glaube, diese... Ich habe vergessen, was mich genervt hat. Unglaublich. Jedenfalls hat es mich genervt. Und da ist dann von ihm so ein bisschen die Jammerabteilung gekommen und das ist für mich dann ganz schwer aushaltbar. Das Jammern, das kann überhaupt nicht ausstehen. Als ob ich jemals jammern würde. Ich meine, hallo? Kommt ja nicht mal in die Tüte. Ja. Und dann bin ich noch in den Hof und habe diese kaputten Photovoltaik... Nein, nicht Photovoltaik, das sind Solar. Ich habe im Hof die kaputten Solarröhren getauscht. Das sind 4 kaputt gewesen. Eine vom Wind zerstört und 2 von mir beim Betonieren offensichtlich getroffen.
Und jetzt kommt dann der Bagger, da werden wieder ein paar hin sein. Das ist ja genial. Man muss immer alles machen, dann macht man es wieder kaputt. Das ist eine super, super, super Einstellung. Ja, und ich habe beschlossen, dass ich wahrscheinlich demnächst betoniere. Und zwar, das demnächst könnte theoretisch schon morgen sein. Ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen die Intention, warum mache ich es nicht heute? Weil wir fahren heute Nachmittag zum Metro und waren vorher betoniert, also nicht betoniert, keine Fläche, sondern eine Säule, die beim Spielzeugzimmer. Dann wäre das ja eine super Sache, oder? Das ist so meine Überlegung. Dann hätte ich morgen weniger Stress, dann könnte ich morgen unter Umständen. Also eigentlich, genau genommen, könnte ich morgen betonieren auch. Also so ist es ja nicht. Ich könnte den Strafen vor dem Hund betonieren, dann war das erledigt. Die Frage ist nur, wer gräbt den weg? Man könnte jetzt sagen, das könnte der Frontlader mit der Schaufel durchaus schaffen. Oder man sagt, man pfeift drauf und wartet, bis der Bagger da ist und der Bagger soll das machen. Andererseits, wenn das schon erledigt ist, wenn der Bagger kommt, dann habe ich nächste Woche ernsthaft Zeit, soweit es möglich ist, mich ums Kinderkram. Da ist die Katze weg. Seht ihr sie? Schaut, wie sie schaut. Die Spritzer sind übrigens das. Ja, aber sie dürfte noch schmerzfrei sein. Ja, also voll aktiv. Und jetzt gehe ich wieder zum Esstisch und baue mein Lego-Set weiter, denn ich weigere mich gerade, das Tablet zu machen. Eigentlich sollte ich das Tablet machen. Ich weiß nicht so recht. Eigentlich nicht, oder? Ich denke mal drüber noch. Der dicke Tesla kann sich nicht einparken. Das ist nichts Neues. Aber es gibt ja noch einen Kreuzungsbereich. Den kann man in so Fällen ja verwenden, wenn man nicht parken kann. So, ich bin voll aktiv. Ich habe Lego gebaut, aber von und zu überhaupt. Ein wunderbares Set. Ich sage euch nicht welches, sonst ist meine Raterunde beim Flipperstein kaputt dann. Ne? Also das geht nicht. Ja. Der Tennisplatz ist auch schon erfrischt hier. Und ich bin echt am Überlegen, sofern ich jetzt den Anhänger bekomme, den kleinen, dass ich Zement mitnehme und heute mauere. Ja, ich bin auch total irritiert, was da in meinem Kopf los ist. Es ist total faszinierend und von und zu überhaupt. Aber, naja, warum nicht? Man kann ja kreativ sein und was tun. Ja, das kann man. Was gibt es sonst zu besprechen? Nicht viel. Als sehr verzögerte Verkehrsteilnehmer im Moment. Also, es gibt, ich bin ja ein langsamer Fahrer. Es gibt aber sehr viele Leute, die dann noch viel länger in der Kreuzung stehen und warten, dass die Zeiten besser werden, anstatt zu fahren. Das ist okay. Ja, ich sag's nur, es ist halt so. Haha, ist ja so. Geld habe ich ja schon geholt. Und ja, heute wäre ein Stammtisch der aktiven Wirtschaft. Die aktive Wirtschaft, na Lenkbach, das ist so, ich glaube ein Verein offiziell, wo die Gewerbetreibenden miteinander etwas tun. Zum Beispiel diese weiße Einkaufsnacht oder die Halloween-Shopping-Nacht. Mein Verhältnis zur aktiven Wirtschaft ist sehr gespalten. War es immer schon. Das kam daher, dass ich ja 2001, also ich war ja bei Rezag Müller, der Herr Müller war da ein höchst motivierter Kollege, der da höchst motiviert mitgemacht hat. Da war ich dabei, habe halt mitgekriegt, dass der immer rumwurschtelt und okay, war mir damals ziemlich wurscht. Dann bin ich ja selbstständig geworden und habe mit dieser Spielhalle angefangen und habe es mir ernsthaft angetan, dass ich zu dieser Halloween-Shopping-Nacht immer zwei Flipper raufgeführt habe in den Markt. Damals mit dem Elektrofahrzeug habe ich die raufgeführt und dann bei der Reihe angeschlossen und da waren die halt zum Spiel. Und dann plötzlich komme ich mit meinen Flippern wie vereinbart, wie jedes Jahr, und dann haben sich dort andere aufgebaut. Mit dem Effekt, dass meine Flipper dann irgendwo gestanden sind, sie haben eine Hüpfburg davor hingestellt und keiner hat es gesehen. Und da war ich dann richtig sauer. Ja, da war ich so richtig sauer, da habe ich gesagt, wieso, das kennst du mich, Obstgasel, mache ich nicht mehr mit. Ist ja ein Aufwand, ist ein Minus, also wozu? Ja, und jetzt bin ich beigetreten der aktiven Wirtschaft. Warum? Naja, weil ich ja aktiv versuche,
das Kindergarten ein bisschen publik zu machen, was ja absolut gar nicht funktioniert, wenn ich das so sagen darf. Ich bin ja höchst erfolglos, zumindest bislang gewesen, und habe mich ja in den letzten Wochen in einigen Bereichen damit auseinandergesetzt und bemüht. Und jetzt ist halt die Frage, ob das was wird. Und unter anderem haben wir gedacht, na, mache ich bei der aktiven Wirtschaft mit. Und gucken wir mal, wie das wird, ob ich da jemals wieder weg kann. Ich bezweifle es sehr. Unter anderem eben auch bei der aktiven Wirtschaft. Und schauen wir mal. Da wäre heute ein Stammtisch, wo sich die treffen, aber jetzt glaube ich, wir mauern. Schauen wir mal. Ich habe was zu tun. Ich melde mich dann nachher nochmal. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, während ich was ganz Tolles gemacht habe, von der Bezirkshauptmannschaft. Da hat nämlich jemand mit einem Juristen geredet über das Thema meines Wegweisers, das ich übrigens am Freitag, ach, morgen wäre das, was ich wahrscheinlich nächste Woche am Freitag, wenn es ist, auf dem Alien-Kanal genauer sagen werde. Die sind der Meinung, dass die Aussage der Stadtgemeinde keine rechtliche Grundlage hat, was mich ja von und zu überhaupt begeistert. Ja, so machen wir das. Da bin ich gleich hochbegeistert. Ich bin jetzt am Überlegen, rufe ich nochmal an bei der Stadt oder nicht? Das ist die große Frage. Das ist wirklich die große Frage. Wir werden das erforschen. Und dann werden wir das besprechen. Ich bin froh. Es wird schon. Wenn man sich engagiert, habt ihr gewusst, dass ich unter 79 Kilo habe? Auch heute wieder. Das funktioniert wirklich. Und gestern habe ich nicht wenig gegessen. Gestern habe ich zweieinhalb Riesentrümmer gebackenen Käse gegessen. Das war eine tolle Sache, sage ich euch. Eine super tolle Sache. Ja. Wir machen das schon. Wir werden das schon schaukeln, das Baby. Wäre nicht das Erste, was wir schaukeln im Leben. Da könnte ich euch Geschichten erzählen über Autobusfahrten, über, wie heißt's? Hochstraß. Ein Autobus über Hochstraß. Und zwar ein Autobus, bei dessen Motor der Turbo steckt. Das war lustig und es war sehr sichtbehindernd für die Personen hinter mir, sag ich mal. Aber er ist gefahren und wir sind bis nach Hause gefahren. Es war eine Freude. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mit dem Bus gemacht habe. Ich habe eh vor, diese Webseite wiederzubeleben. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo eine Datensicherung finde, wo ich die Datenbank drinnen habe. Theoretisch habe ich irgendwann mal so einen MySQL-Dump gemacht, wo das drinnen sein könnte. Aber es ist alles immer sehr fraglich und unklar. Wir werden das erforschen und von und zu überhaupt glücklich sein. Das ist das. Die IP-Adresse muss ich noch einstellen. Voll vergessen, die IP-Adresse. Ich glaube, es war die 4er. War die 4er, oder? War die 4er. Ich hoffe sehr, dass die 4er war. Ja, das heißt, ich konzentriere mich mal kurz auf meinen Job und dann nehme ich einen Vlog auf. Ich weiß zwar nicht, wofür und für wann und worüber, aber es ist mal das Konzept. Ja, so mache ich das. Ha! Da waren wir gestern auch an dieser Stelle und dann habe ich doch mal weiter geredet. Es riecht heute sehr nach Landluft, weil offensichtlich gerade die Zeit ist, in der die Landwirte die Dünger ausbringen. Und zwar nicht die Kunstdünger, die relativ geruchslos sind, sondern die Naturdünger, die wo aus den Viechern hinten oder unten rauskommen. Das sind dann immer spannende Sachen. Und dann habe ich ernsthaft überlegt, ob ich diesen Volvo starten soll. Was meint ihr? Soll ich mich da drüber trauen? Es raten mir ja alle ab. Und ich denke mir, warum? Bisschen mutig sein muss man doch, oder? Und der Volvo, der hat ja nichts, was sich verstopfen kann. Der hat ja so dicke Leitungen. Das kann ja kein Problem sein. Andererseits ist natürlich die Frage, wozu startet man? Weil man fährt ja sowieso nicht mit der. Der ist ja sowieso nur so und sowieso, ihr wisst, was ich meine, der steht ja sowieso noch rum. Aber wenn er selber fahren könnte, wäre es natürlich sehr einfach, ihn zu bewegen. Wenn man zum Beispiel Holz schneidet, dass man ein bisschen woanders hinstößt. Das wäre sehr von Vorteil. Das wäre ausgesprochen von Vorteil, wenn man ein Auto bewegen kann. Das wisst ihr wahrscheinlich nicht.
Das ist das Konzept des Autos, dass es sich selbst bewegt. Ein selbstbewegendes Autokonzept. Das ist der große Plan. So, ich bin da jetzt mal da, werde das da mal machen und werde mal fragen, wie es so weitergeht. Das ist der Plan. Covid-Zahlen und Fakten für den 16.03.2023, 4.895 Labor bestätigt, der Fälle 4.027 genesen, 335 sind lange sind. Ich habe ernsthaft gemauert. Der Beweis schwer sichtbar, aber mit Verletzung und von und. Na, das ist gar nicht. Wo ist die Verletzung? Da ist eine Verletzung. Und von und zu überhaupt. Ich bin gestresst von vorne bis hinten. Meine Frau wartet schon auf mich in St. Pölten. Ich bin aber hier in der Lenkbar. Und jetzt schneide ich noch den Vlog. Das darf ich ja nicht sagen, weil sonst. Kopf ab! Ja, in diesem Sinne. Bis später. Bis dann. Bis irgendwann. Morgen auf diesem YouTube-Kanal.